Markus Rühl DVD. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Part. Made in Germany. Let's go, Freunde. Da gab es ja dieses kleine Seminar, wo die Jungs Bilder mit ihm gemacht haben. Da war auch am Anfang im letzten Video, ne, David Hoffmann kurz zu sehen, der da auch mit ihm geflext hat. Wetten wir, der ein oder andere, die sahen eigentlich stramm aus, nur neben Markus sehen halt alle schmal aus, ne? Das ist erstmal schön Masthuhn mit Reis und Ananas. Oh, Wolfgang, grüß dich! Dasselbe Problem habe ich übrigens auch, wenn ich auf Pump bin und man so ein T-Shirt noch drunter hat, ein T-Shirt anhat und drunter noch ein Tanktop. Ich krieg's nicht ausgezogen, Digga. Was ist jetzt Puls zum Beispiel? Das ist ja Otter, hat der Arzt gesagt, hat er noch nie gesehen. Markus, immer Sieger der Herzen, ne? Immer nett und süßen Spruch auf Lager gehabt. Ja, gut. Ja, mein Chef nämlich nur Auto. Wie der in dem Hemd aussah, Junge. Das ist schön. Es war schön am Fenster ein abfurzen oder was? Ich kann mich nackig auf den Abfall locken. Pumpt der sich da auf oder wollte der furzen? Okay, ich dachte, da kommt eine Stelle, wo der furzt ja ziemlich oft, ne? Aber der pumpt sich da tatsächlich einfach nur irgendwie auf dem Stuhl. Simone will nicht gefilmt werden. Okay. Ja, was ich aber die Bühne nämlich einfach Gastposing von Markus in seiner Prime in so einem Drecks-Fitnessstudio. Überlegt mal. Krass. Simone hat einfach meinen Wunscharm und ich wette, diese Nachricht kommt von dem Herren. So schnell verdient man 2000 D-Mark. Sind jetzt Essen, Kuchen, Pizza, nicht spannen, stick jetzt die Hose aus. Wenn ich mal ein feiner Zwerg hoch will und sie will, ich muss jetzt wieder in die Dreckklamotte. Ich darf nie mal schicke Sachen anziehen. Er sah aber auch gerade krass aus, wie er da reinmarschiert ist, ne? Mit dem weißen Hemd. Unnormal. Ich will nicht wissen, welcher bei ihm die Sachen maßgeschneidert hat. Der hat aber einen Haufen Arbeit voll. So, weiter geht's mit dem nächsten Training jetzt hier. Eine Eiche zu.
Ich finde es eh immer lustig, so bei den Pressekonferenzen von Mr. Olympia, wenn dann die Heavyweights auch im Anzug kommen, richtig im Sakko mit Krawatte. Das sieht immer richtig wie so komische wie so Actionfiguren, Alter, aus irgendeinem Zeichentrickfilm. Das ist der Unterschied, 2 Wochen vor dem Wettkampf und 5 Wochen, nee, 6 Wochen nach dem Wettkampf. I love to train tricep. I know it's one of my worst body parts, but I love to train it. Okay, heute haben wir Trizeps-Training auf dem Programm. I start my tricep workout with French press. Auf. Und. Auf geht's. Ciao. Choppa, ciao. I make just 4 sets, French press. Move. Because it hurts very in my elbows. But this problem have a lot of bodybuilders. Und trotzdem, trotz Ellbogenschmerzen, hat er das weitergemacht, ne, dieselben Übungen. Da gab es wahrscheinlich vor dem Training ein paar Ibuprofen und gib ihn, Alter, Arschlecken. I start with a warm-up set with 50 kilograms, that's 80 pounds, and put on 20 pounds each set. Ja, das V-Total-Video haben wir auch schon geguckt, schon länger her. Then I make my main set with 95 kilograms, 200 pounds. Nur mit 200 pounds, mit 95 Kilo macht der French Press, Alter. Mir würden die Ellbogen durchbrechen. Ich schwöre, ich würde gerne wissen, was Simone damals für einen Stack gefahren ist. Das wäre voll interessant. A lot of reps between 10 and 20 reps each set. Jawohl. Sehr stark. Weiter. Und geht. Wenn außenstehende Leute die beiden damals gesehen haben, ne, weil damals war Bodybuilding ja noch mehr eine Randsportart als jetzt heutzutage. Heutzutage ist das ja schon ein bisschen mehr Mainstream geworden. Was haben die Leute von den beiden gedacht, als sie die beiden unterwegs gesehen haben? Die kommen von einem anderen Planet, Alter. Und noch einer. Gut, sauber. Triceps looking good when he's pumped. But I try so many different styles of tricep workout. But it doesn't really grow. I train tricep twice a week in the hope that he gets bigger. Zweimal die Woche, weil Triceps seine Schwachstelle ist, hat er den auseinandergenommen, in der Hoffnung, dass er breiter wird endlich. Wie traurig er darüber erzählt hat, dass der Triceps seine Schwachstelle ist. Geil. Ja, das Einkaufsvideo haben wir auch schon gesehen. Das war auch geil. I try couple weeks to train with very easy weight and the result was that I lost 2 cm on my arm. Marcel, danke für die Donation. Ich habe die leider nur auf dem Handy bekomme ich die. Vielen lieben Dank, mein Lieber. So I go back to my real workout with heavy weight and I think it works much better for me. BMS, da weiß ich auch noch, da gab es Proteinpulver früher in so, wie in so Malereimern damals vom BMS. Die hatten wir bei uns im Gym, haben die verkauft. Beste Zeit. Mir schmerzt schon alles beim Zugucken. Alter. Nein. Geht's.
asoziales Training. Jawohl. Ich sehe so ein paar Parallelen zu Chris Keil, seinem aktuellen Training, Freunde. Nur Chris Keil würde noch mal so 30 Wiederholungen mehr machen, irgendwie, mit Dropsätzen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Schön mit der Latzugstange vom Rücken drehen. Weißt du, Carbo Breast ist mein next exercise. The first two sets I don't use heavy weight. I make the exercise. Also wenn man seinen Arm sich so betrachtet, so anschaut, ne, würde man gar nicht denken, dass Trizeps bei ihm irgendwie eine Schwachstelle ist. Safe nicht. Correct. Aber der befindet sich ja da auf so einem riesen hohen Niveau, dass da quasi für uns, was geisteskrank aussieht, für den einen oder anderen Wettkampfathleten dann doch schon eine Schwachstelle ist, ne, zum Gesamtpaket. Und ich flipp aus, ich habe hier irgendwo im Dach, habe ich hier ein Vogelnest. Und wenn du in die Garage gehst, du kommst hier von der Wohnung direkt in die Garage, ist ohne Keller, und du kommst auch von, also direkt von der Garage in die Wohnung zurück, irgendwo in der Garage ist höchstens ein Küken die ganze Zeit, Alter. Ich muss den später mal retten oder irgendwie auseinandernehmen und braten. Keine Ahnung, geht mir voll auf die Nerven. Die ganze Zeit hört man so einen Vogel zwitschern. Richtig nervig. Only the last two sets, I put on more weight. To get a better pump. Ja, das hat er in diesem Video gesagt, im ersten Teil, wo er erzählt hat, wie er zum Bodybuilding gekommen ist. Einfach nur wegen einer Knieverletzung oder so, weil er seine Beine stärken musste. Vielleicht ist das auch ein Vogel, vielleicht ist das kein Küken, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall richtig laut. Ich glaube, man hört das sogar durchs Mikrofon. Hört man's? Wenn ich leise bin? Keine Ahnung, auf jeden Fall nervt es extremst. I have two different styles to make these carbo presses. So kenne ich die auch, von Emir und von Chris Keil, die haben das auch so gemacht. Ich mache es ab und an aus. Wenn ich richtig schwer gehe, dann mache ich das auch so. Ja, hört sich echt an wie eine Grille, aber es ist safe, keine Grille. Es ist ein Vogel. I prefer this one because I can put on more weight. And I feel it much better in my tricep. It was not the correct one, but it works better for me. Die nehmen bestimmt den vollen Turm auseinander, Alter. Inkasso, Henry, danke dir fürs Abo, mein Lieber. Ruske Pierogi, safe, meine Lieblingsdinger. Bei ihr sieht das ein bisschen sauber aus, ne? Simone has a very good tricep. And she trains the same style like I does. So I think it was not too bad how I train. Dieses Voice-Over von ihm, das ist richtig angenehm.
Aktuell hast du ab heute 20% auf ganzes Sortiment, außer Vayu-Produkte. Hast du auf alles 20%. Jawohl. Ja, Freunde, kann sein, dass wir ab und an mal einen Lag haben. Ne? Das Internet hier ist zwar gut, aber nicht so gut wie bei mir zu Hause. Kann sein, dass es ab und an mal ein bisschen leckt. Ne? Verzeihung. Mhm. 80. Schön, der hat Vitago mit Waxy Mais und BCAAs wahrscheinlich in der Vitell-Flasche. Damals diese Quadrat-Vitell-Flaschen, das war mein Lieblingswasser. Hat meine Mutter immer gekauft. Die hätte ich aufgeregt, wenn ich statt Kranwasser das getrunken habe. Habe ich immer Ärger bekommen. I think it was in my genetics that I can't get a tricep like Cavalli Froni or Lee Priest. Simone damals einfach gottlos unterwegs. Sieht heftiger aus als alle im Chat. Safe sieht die heftiger aus als alle im Chat damals. Glaub mal. Kann niemand mithalten. Dann die dritte Übung, ne? Der hat zwei Varianten hier gemacht und vorhin noch mit der SZ-Stange hatte die Nose Bone Crusher, Skull Crusher, French Press, wie man die auch immer nennt. Fleisch, nochmal sauber ziehen. Naiko TV, danke dir fürs Abo, mein Lieber. Simone loves to. To make my haircut that I look like an idiot. Oh, what for a süßes Pärchen. They look like an idiot. Oh, schön, schönes Posing noch hier vom Bizep. Schön. Luft rausdrücken. Weg dieser Spatz. Junge, der hat ja gerade gesagt, einer ist irgendwie 4 Wochen vor dem Wettkampf, der andere 4 Wochen nach oder 6 Wochen nach dem Wettkampf. Ich glaube, Markus bereitet sich da gerade auf seinen Wettkampf vor, ne? Er ist ja in einer brutalen Verfassung, Alter, unglaublich. So, oh, der nächste Part wird auf jeden Fall interessant. Vielleicht gucken wir uns den nachher an oder im nächsten Stream. Denn da geht es um die Ernährung. Aber wie man sieht, Markus hat sein Schwachstellentraining damals auch ordentlich trainiert. Manche machen dann ja weniger, manche machen mehr. Man muss gucken, wie man besser fährt, weil oftmals ist ein Muskel auch eine Schwachstelle, weil der einfach zu wenig Regenerationszeit hat. Und dann muss man ein bisschen weniger bearbeiten, mit ein bisschen weniger Volumen. Aber Markus hat damals 2x die Woche Trizeps gemacht. Ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Dort sind wir 3x die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag. Und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei eseng.com, da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls im besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.